Mainzer Schwellköppe. Sie sind ein ganz besonderes Wahrzeichen der Mainzer Fastnacht. Einmal als Schwellkopp den Rosenmontagszug zu begleiten. Ein Traum für viele Fastnacht-Fans. Bei dem Casting Super Schwellkopp Trescher-Talent gesucht, sollte dieser Traum für einen in Erfüllung gehen. Gleich 15 Kandidaten konkurrierten um den begehrten Platz. Doch was muss ein Schwellkopp eigentlich können? Er muss ein wenig sportlich sein, das sicherlich. Er muss ausdauernd sein, aber er muss vor allen Dingen gute Laune mitbringen. Er muss sich von der Euphorie des Rosenmontagszuges tragen lassen. Und dann geht das wie von alleine. Immerhin 7,5 Kilometer, 3 Stunden so ein Ding tragen, das ist schon nicht ohne. Ihr Können und ihre Ausdauer beim Schwellkopp tragen durften die Kandidaten dann beim Hindernisparcours unter Beweis stellen. Aber auch die Freude, Spaß und gute Stimmung sollte bei den Zuschauern und der Jury ankommen. Jeder Schwellkopp wiegt etwa 27 Kilo. Wie fühlt es sich an, den zu tragen? Aufregend. Warm. Toll. Hat richtig viel Spaß gemacht und ich fand es überraschend, dass es gar nicht so schwierig ist vom Gewicht her. Aber wie gesagt, den auszubalancieren ist doch ein bisschen anstrengend, weil das kippt mal nach vorne, mal nach hinten. Aber hat Spaß gemacht. In der dritten Runde ging es dann auch noch um Schnelligkeit. Uhrzeit stoppen, Handschuhe an, Schwellkopf übergestülpt und los ging's. Tatsächlich keine leichte Aufgabe. Doch alle Kandidaten bewältigten sie mit Bravour. Auch die Jury zeigte sich begeistert und konnte sich nur schwer unter den 15 Kandidaten entscheiden. Mit seiner Ausdrucksstärke beim Schwellkorbtragen und seiner Freude konnte Peter dann doch noch die Jury für sich überzeugen. Er wird beim Rosenmontagszug einer von 30 Schwellköppen sein. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Cool, coole Sache, finde ich toll. Dann bleibt nur noch ein dreifaches